Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Wir in Stuttgart. Und heute sind wir in einem Kung-Fu-Studio, einem ganz besonderen, denn hier trainieren Kinder ab 3 Jahren. Außerdem haben wir noch folgende Themen. Neben der Panda-Gruppe vom Kung Fu haben wir am Wochenende die alteingesessene Disco Perkins Park zum 35. Jubiläum besucht. Außerdem ziehen die 65. Stuttgarter Buchwochen Bilanz und am Ende der Sendung wird es noch einmal ein bisschen vorweihnachtlich. »25.000 Bücher warteten in Stuttgart die vergangenen Wochen auf neugierige Leser. Zum 65. Mal mit Erfolg. Vor allem Neuerscheinungen und Besuche von Autoren ziehen das Publikum an«, erklärt Andrea Baumann. Sie betreut die Buchwochen seit 5 Jahren und freut sich über jede Veröffentlichung, der die Buchwochen eine Bühne bieten können. Also Lieblinge darf ich eigentlich gar nicht haben. Ich muss nämlich unparteiisch sein. Wir sind ja eine Organisation für Verlage und Buchhandlung. Insofern sind uns alle Autoren gleich lieb. Eine große Veranstaltung, wo sehr viele Personen da waren, sehr viele Gäste da waren, war die mit Edzard Reuter, der sein Buch vorgestellt hat, eingemischt zwischen Rufe eines älteren Herrn. Das war sicherlich so ein Highlight, was auch bei den Besuchern wahnsinnig gut ankam. Also da waren mehr als 300 Gäste da. Die Stuttgarter Buchwochen sind ein etabliertes und vor allem wichtiges Forum für Autoren und Verleger. Ja, also die sind im Prinzip auch wichtig für den Südwesten, weil sich ja hier auch die Buchbranche Südwestdeutschland präsentiert. Es ist einerseits ein bisschen ein Schaufenster für die Verlage, andererseits ist es natürlich auch eine große Publikumsveranstaltung, die hier in Stuttgart und Umgebung schon viele Besucher anzieht. Mit stolzen 97.500 Besuchern kamen so viele Menschen wie im vergangenen Jahr zu den Buchwochen ins Haus der Wirtschaft in Stuttgart-Mitte. Diese Treppe kennen Sie? Gut möglich. Vielleicht sind Sie diese in den letzten 35 Jahren mal hochgegangen. Die ist am Killesberg und führt zur alteingesessenen Disco Perkins Park. Hier ist am Wochenende 35-jähriges Jubiläum gefeiert worden. Wir haben den Gründer mal gefragt, wie sich das anfühlt. Sehr, sehr gut. Ja. Also die letzten 35 Jahre in Stuttgart, das war schon aufregend, spannend und es bleibt spannend. Viele Gäste, vor allem aus dem Umland, strömen jedes Wochenende in die Räume in Stuttgarts Norden. Am Wochenende wurde extra Boxpromi Regina Halmich eingeladen, um durch den Abend zu führen. Ja, ich muss gestehen, ich bin das allererste Mal hier im Perkins Park und jetzt ist 35-jähriges Jubiläum. Ja, da habe ich wohl scheinbar echt was verpasst. Ist eine super schöne Diskothek und ich bin natürlich auch nachher mal gespannt, wenn hier der Bär steppt. Prominente Gesichter kennt man hier im Hause zu Genüge. Wir haken bei Inhaber Michael Bresinger nach, wer sich hier schon alles gezeigt hat. Von den Prominenten, Udo Jürgens, Claudia Schiffer, viele VfB-Leute, aber eben auch viele sehr nette Partys mit einfach ganz normalen Gästen. Seit 35 Jahren dreht sich hier die Disco-Kugel. Das wird mit Shampoos begossen. Doch was hat sich in der Zwischenzeit getan? Das Publikum verändert sich, ist ja normal. Also, wir haben so alle 5 Jahre einen Generationswechsel, kann man sagen. Ja, das ist. Und die Trends haben sich verändert, die Musik hat sich verändert, die Kleidung hat sich verändert. Der Perkins Park an sich, von der Baulichkeit gar nicht. Da rühmen wir uns auch, dass wir nicht jedes Jahr umbauen müssen. Nur die Technik ist natürlich auf dem neuesten Stand, was die Anlagen und das Licht und so weiter angeht. Ja. Und die Werbung hat sich sehr verändert. Ja. Früher hat man Flyer verteilt und Plakate ausgehangen und heute haben wir 2 Leute, die fast nichts anderes machen, als die sozialen Medien zu füttern. Ja. Man geht also mit der Zeit und versucht, sich treu zu bleiben.
Ob das gelingt, zeigen dann vielleicht die nächsten 35 Jahre. Nach der Werbung zeigen uns dreijährige Kiddies Kung Fu. Regio TV. Die Kiddies, die sich hier austoben, sind die Kung Fu Pandas der hiesigen Kung Fu Akademie. Die lernen hier Kung Fu. Fast wie im Film. Verstanden? Ja, hey! Verstanden? Sie, ja, hey! Sehr gut, und los geht's. Ihr unterrichtet Kinder ab 3 Jahren, das ist ja sehr früh. Was lernen denn die Kinder? Wir arbeiten mit den Kindern an ihrer Konzentration, ihrer Koordination und an ihrem Gleichgewicht. Gleichzeitig ist es für uns unheimlich wichtig, dass Kinder in spielerisch Charakterentwicklung haben, das heißt Respekt, Disziplin, dass ihr Selbstvertrauen gestärkt wird. Und das Ganze machen wir spielerisch und mit ganz viel Spaß. Mit ganz viel Spaß, das ist natürlich interessant. Wie funktioniert denn das Training dann ganz genau mit viel Spaß? Ja, mit Musik und Bewegung natürlich. Die sollen sich einfach bewegen und Spaß an der Bewegung finden. Die sollen sich auspowern und wir versuchen einfach durch spielerische Übungen und spielerisches Training denen die Kung-Fu-Fähigkeiten näher zu bringen, sodass sie Spaß dran haben und viel Freude dran haben und hoffentlich das lange Zeit weiter zum Teil ihres Lebens machen. Ja? Das ist unser Ziel. Mach die perfekte Faust. Und jetzt seid ihr bereit. Also ich sage ganz laut. Rechts, links, kick. Und dann schenken Sie deine Wand. Beim Kung-Fu geht es nicht ums blinde Prügeln. So martialisch wie das aussieht, unkontrolliert ist es nie. Deshalb lernen die Kinder von der ersten Stunde an Respekt und Selbstkontrolle. Genau deshalb rufen die Kiddies hier immer Kick, bevor sie treten. Dass alle vorbereitet sind und wissen, was kommt. Perfekt, die Faust. Kick, kick, kick. Doppelcheck. Sehr gut, gut gemacht. Wieder check. Hey, bitte, super, Applaus. Wir laufen, wir nehmen Anlauf und dann drücken wir ganz laut. Kick und springen hoch und treten, okay? Seid ihr bereit? Ich mach das Anlauf an. Wir sind nämlich vom Fernsehen und ich habe eine Frage an euch. Wisst ihr, was bald ist? Weihnachten! Ja, Weihnachten! Mögt ihr Weihnachten? Ja! Ja, und warum? Und wie feiert ihr Weihnachten? Mit dem Tannenbaum. Mit dem Tannenbaum? Bei euch auch? Ja. Tannenbaum. Habt ihr auch einen Tannenbaum? Baum. Baum. Tannenbaum, genau, der ist toll geschmückt. Und dann gibt's auch Geschenke, ne? Ja. Wisst ihr schon, was ihr euch wünscht zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Auto. Ja. Ein Auto, so ein richtiges Auto zum Fahren. Ja. Ein Auto zum Auto. Und du? Ich wünsche mir ein Auto mit einer Barbie drin. Auch ein Auto, aber mit Barbie. Mhm. Dann brauchst du keinen Fahrer? Nein. Okay, gut. Und du? Nein. Kein Auto? Kein Auto. Ah. Und eure Eltern, kriegen die auch vom Weihnachtsmann was? Ja, eine Cola-Flasche. Eine Cola-Flasche? Und der Papa auch? Ja, meine nur ein Spielzeug. Ein Spielzeug. Und das gibt sie dann an dich weiter, oder? Nein, sie kriegen Babys. Ein Baby zu Weihnachten. Ja, das passt irgendwie, ne? Ein Spielbaby. Ein Spielbaby. Ja, und der Seeing. Alex, was bekommt der? Oder wünscht sie? Ich wünsche mir ganz tolle Kung Fu Pandas, die super mitmachen. Könnt ihr mir das alle schenken? Nein! Und wenn der Seeing Vincenzo sich das jetzt aber auch wünscht? Ich wünsche mir das auch. Kriege ich das dann? Nein! Nein! Okay. Nein. Na, da bin ich mal gespannt, wie Weihnachten wird.
wir geben uns auf jeden Fall jede Mühe, dass das gut wird. Am 22. Dezember haben wir sogar ein Weihnachtsspezial. Vorher können wir aber noch in der ganzen Stadt auf den Weihnachtsmärkten Weihnachtsstimmung tanken. In ganz Stuttgart lohnt es sich, auf die Gasse zu gehen. Um den Kelterplatz in Feuerbach tummelt sich der ganze Bezirk bei Glühwein und Würstchen. Auch in Bad Cannstatt ist wieder Weihnachtsmarkt. Nachdem der Weltweihnachtsmarkt hier im letzten Jahr eine eher bescheidene Premiere hinlegte, ist der Wintermarkt nun etwas komprimiert um die Stadtkirche aufgebaut. Im zweiten Jahr findet der junge Weihnachtsmarkt dadurch mehr Anklang und schafft weihnachtliche Stimmung in der Altstadt des ältesten Bezirks der Stadt. Remember those idyllic scenes out of your childhood? Wer es zu Weihnachten ganz gerne still hat, der kann es im Innenstadtkino beim Weird Wednesday 0711 bald zusätzlich schaurig schön haben. Am Mittwoch, den 16. Dezember nämlich, da werden hier die Weihnachtshorrorfilme Silent Night und Black Christmas gezeigt, Glühwein inklusive. After Black Christmas, they'll never be the same again. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß, schalten nächstes Mal wieder ein. Nächsten Dienstag heißt dann wieder Wir in Stuttgart.